Hallo liebe DRINTV-Zuschauer, ich begrüße Sie zu Dein Rezept im Netz. Ich bin Christoph Heinzel, ich komme aus dem Schwabenländle und dementsprechend möchte ich Ihnen heute ein Rezept vorstellen aus meiner Heimat, nämlich gefüllte Flädle. Was im Prinzip nichts anderes sind als Eierpfannkuchen mit Füllung, brauchen wir erstmal ein Dreiviertel Liter Milch, 375 Gramm Mehl und 6 Eier, dazu ein bisschen Salz zum Würzen. Das sind die Grundzutaten für die Eierpfannkuchen, die wir später füllen werden. In der vegetarischen Variante mit Gorgonzola, Käse und Blattspinat. Dann haben wir noch was für Fleischesser. Da brauchen wir 300 Gramm Hackfleisch gemischt. Das wird gewürzt mit Kräutern der Provence, Zwiebeln und Knoblauch. Später kommt da noch Käse dazu. Und für den Ofen später natürlich, nachdem wir es gewürzt haben, mit Salz, Pfeffer, brauchen wir ein bisschen Sahne und Weißwein. Okay, nachdem wir jetzt nun die Zutaten gesehen haben, kann es losgehen. Ich mache den Teig für die Eierpfannkuchen. Nicht wundern, ist ein bisschen mehr als im Originalrezept, weil wir praktisch drei Rezepte machen. Und dann kann es im Prinzip auch losgehen. Wir tun das Mehl in eine Form, die Eier dazu und natürlich das sechste jetzt zur Show. Mal richtig aufschlagen. Zack. Und dann fangen wir an zu rühren und geben die Milch dann dazu. So, der Teig wird soweit vorbereitet. Der muss jetzt noch 10 Minuten einfach so ein bisschen ruhen. Wer eine etwas leichtere Variante haben will, als wenn man 3/4 Liter Milch nimmt, der kann auch ein bisschen Mineralwasser nehmen. So in einem Mischungsverhältnis 1/3 Mineralwasser, 2/3 Milch. Dann ist der Teig dann später einfach ein bisschen leichter, ein bisschen fluffiger. Und die Zeit, die man jetzt wartet, kann man natürlich auch gut nutzen. Du weißt ja, ich habe ja jetzt statt Feta-Käse Gorgonzola für die vegetarische Variante genommen. Und jetzt meintest du ja, das wird vielleicht ein bisschen flüssiger. Kriege ich da wirklich kein Problem mit? Nee, also ich habe gerade überlegt, was du ansonsten da noch vielleicht dazu machen kannst, ob du ein bisschen schmand, dass das fester ist, aber das ist auch nicht so. Also ich würde es so probieren jetzt. Ja? Okay, dann machen wir das so. Okay. Danke. Klar. Ciao. So, wie Sie sehen, bin ich jetzt schon dabei, die Pfannkuchen auszubacken. Dafür habe ich eine Pfanne heiß gemacht, ein bisschen Butter rein und dann kommt der Teig dazu. Möglichst nicht zu viel, denn die Pfannkuchen sollen schön flach sein. Im Idealfall auf beiden Seiten goldbraun. Wenn Sie sich wundern, warum ich vorhin so viel Teig gemacht habe, das Ausbacken dauert ja immer eine ganze Weile und ich persönlich habe nicht so viel Lust, das häufiger zu machen. Deswegen backe ich einfach gleich schon ein bisschen mehr aus. Warum, sage ich Ihnen dann später. Wichtig ist immer dann auch gucken, dass man es rechtzeitig umdreht, damit es auch wirklich goldbraun ist. So, die Pfannkuchen sind fertig. Mal hier präsentieren. Vorhin habe ich ja von drei Rezepten gesprochen. Natürlich kann man die Pfannkuchen jetzt so essen, mit Nutella, Marmelade, Apfelmus, wie Sie wollen, kennen Sie ja wahrscheinlich. Oder man hebt sich das für den nächsten, übernächsten Tag auf und tut die Flädle in eine Suppe. Dafür muss man die aber natürlich schneiden. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie. Im Idealfall schön rollen, das ist dann nachher immer schön einfach, so, dann haben die auch eine schöne Länge, die Flädle, und dann brauchen wir die einfach nur schön so schneiden, man kann das natürlich auch dünner schneiden, je nachdem, wie Sie es haben wollen, und dann kann man dann, wenn man die machen will, am nächsten Tag macht man eine schöne Gemüse oder eine Fleischbrühe, was einem lieber ist. Macht die warm und gibt dann diese wunderschönen Flädle dazu, die dann auch ihre Form behalten. Kann die natürlich auch kleiner schneiden, wenn einem das zu lang ist, wie Sie wollen. Das schmeckt wunderbar. Das waren zwei andere Rezepte, was man mit den Flädle machen kann. Aber wie eingangs schon erwähnt, wollen wir ja gefüllte Flädle machen. Dafür fangen wir mit der vegetarischen Variante an. Hatten wir ja gesagt, dass wir Blattspinat mit Gorgonzola nehmen. Dafür verteilen wir das hier schön in der Mitte von unserem Flädle.
So. Genau. Und dann werden wir das schön einrollen. So. Und dann tun wir das in eine vorgefettete Form. So. Die wir dann später in den Ofen schieben. So, die vegetarische Variante haben wir jetzt ja schon mal fertig gemacht. Jetzt bin ich dabei, die Fleischvariante fertig zu machen. Dafür habe ich jetzt Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne schon mal warm gemacht. Dann ist Fleisch dazu, mit Salz und Pfeffer das Fleisch gewürzt. Später werde ich da noch die Kräuter der Provence hier dazugeben. Ich habe mich für Kräuter der Provence entschieden. Ein Originalrezept ist es nur Petersilie. Das war mir persönlich jetzt zu langweilig, deswegen habe ich da ein paar mehr Kräuter. Die kommen dann gleich noch dazu. Sollten natürlich nicht am Anfang rein, weil dann verbrennen die einem richtig. Und für die Bindung später tue ich da noch ein bisschen Käse dazu. Und dann rolle ich das in die Flädle ein. Jetzt ist die Füllung fertig. Ich habe da im Gegensatz zum Originalrezept ein bisschen Käse rein, den ich hier auch nochmal drüber habe. Ich finde einfach, dadurch wird das Hackfleisch einfach geschmeidiger im Sinne von, es pappt halt schön zusammen und fällt dann halt nicht hier aus dem Flädle so leicht raus, den wir jetzt hier schön in die Auflaufform packen. Und wenn das hier schön fertig ist, nehmen wir ein bisschen Sahne, gemischt mit Weißwein. Weißwein deswegen, weil ich finde, der passt sehr gut zu einem Flädle. Ich habe auch schon mal Rotwein ausprobiert. Das war nicht so ein Erfolg, muss ich ehrlich sagen. Aber da sind Sie ja völlig frei und können das auch mal ausprobieren, wenn Sie wollen. Das jetzt hier schön darüber. Dann gleich noch, und das Ganze kommt dann in den Ofen bei 200 Grad. Ja, müssen Sie gucken, so 10, 15 Minuten, bis das hier schön sich eingesogen hat. Der Wein, wunderbar. Inzwischen habe ich es aus dem Ofen herausgeholt und um den Spruch auch mal zu bringen, schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, weil es riecht wirklich sehr lecker. Und wenn Sie jetzt Lust haben, das auch nachzukochen, dann schauen Sie einfach auf unsere Homepage unter www.drin-tv.com. Dort werden wir das Rezept einstellen und dann können Sie es ganz einfach nachkochen. Können uns natürlich auch auf Facebook besuchen. Würden wir uns freuen, wenn Sie mal Gefällt mir klicken. Ansonsten sage ich nur guten Appetit.